Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir den sterbenden Vater von Jesse beklaut, haben noch einiges über Marco gelernt, wie schädlich Marco für die Menschen sein kann, dass Marco-Energie einen Menschen töten kann, wenn er zu viel von ihm ausgesetzt wird, obwohl es ja eigentlich natürliche Energie ist, Energie von der Erde. Beziehungsweise es ist ja mehr die Seele der Erde. Die Seele der Erde kann töten. Ein bisschen skurril, aber naja. Zudem hatten wir noch eine kleine Erinnerungssequenz, als wir Tifa versprochen haben, dass wir kommen werden, um ihr zu helfen, wenn sie Hilfe braucht. Und das wird wahrscheinlich Cloud dazu veranlassen, ihr weiterhin zu helfen und nicht einfach abzuhauen. Na, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß. Los. Dann wollen wir mal. Ja. Action, Baby. Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! Der schläft noch. War's das? Stirb! Da oben sind auch welche! Da sind noch mehr Eindringlinge! Brauchen Verstärkung! So. Möchten wir jetzt gucken. Ja. Oh, ich muss erstmal mein Zeug aufladen. So, jetzt gucken wir mal. Magie. Nee. Unter Gegenständen wird es auch nicht sein. Fähigkeiten? Wie kann ich sie denn beschwören? Mit dem Limit vielleicht später? So, und jetzt kriegt ihr schön den Schwertsturm ab. Bitteschön. Und das war sehr effektiv, muss ich sagen. Heilige Scheiße. Hä? Lebt hier noch jemand? Hä? Hallo? Ach, da oben. Na toll, ich habe gerade aufgehört zu blocken. Wisst ihr, diese Gegner mag ich. Die haben nichts drauf. Da kann ich mich richtig stark fühlen. Haha, ich bin schon gar nicht mehr da, wo deine Granate ist. Au. Okay, das Anvisieren der Gegner ist mal ein bisschen komisch, finde ich. Oh, was war das denn für ein langsamer Schuss? Wie willst du damit denn erwischen? Oh, jetzt wird's ernst. Na gut. Mist, das hat uns gerade noch gefehlt. Mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Nein, nicht der Schildträger. Ich hatte doch gerade so einen Spaß. Ja. Okay, funktioniert das, wenn ich hier den Schwertsturm mache? Ja. Funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. So, was machen wir jetzt mit denen? Achso. Ich verstehe. Danke. Wir laufen einfach nur. Okay, wir laufen einfach weg. Wen willst du umzingeln? Wer will mich umzingeln? Ich, solange ich nicht weiß, wer da ist. Nee, ich habe genug Heiltränke. Zack. Oh nein. Nein! Oh, ich hasse diesen Bengel. Okay, du zuerst. Oh, ist okay. Ah, oh, ich hab natürlich nichts mehr. So.
Jetzt kann ich mir einen Supertrank reinziehen. Kannst du mal aufhören? Oh, Cloud erreicht Stufe 13. Was sagst du dazu, kleiner Noob? Wisst ihr was? Ey! Ich will ihn analysieren. Analyse. So, was haben wir denn hier? Kombatanten der Shinra-Sicherheitsbehörde, gestärkt durch seinen hochentwickelten Kampfanzug und Aufputschmittel, verfügt er über außergewöhnliche Kampffähigkeiten. Er greift mit Clownwaffen an, die er beidarmig führt, weicht allen Angriffen aus, es sei denn, er greift selbst an oder ist am Boden. Triff ihn mit feuerelementaren Attacken, während er geschockt ist, um brennbare Teile seines Kampfanzuges explodieren zu lassen und ihm großen Schaden zuzufügen. Ich glaube, ich habe kein Feuer. Habe ich Feuer? Ach, ich kann es nicht mal sehen. Ja, ja, ausgewichen. So. Ich habe nur Eis dabei. Na gut, dann kriegst du einen Impulshieber. Nein! Oh, ihr Penner. Oh, wir haben es trotzdem geschafft. Alles gut. Danke. Endlich. Was kommt jetzt? Irgendwas Fettes? Oh, Hundis. Alles okay. Okay, gib mir nur ein bisschen ATB, ne? Und dann Schwertsturm auf. Okay, das sind viele Hunde. Oh, kleiner Waffenschein. Ich hab Leckerlis für euch, ihr kleinen Bautzis. Lauf doch nicht weg. Wie er seinen Hintern hinhält, ey. So, lauf doch nicht weg. Wartet kurz. Haha. Wir machen einfach... Oh, Limit. Den spare ich mir auch, falls gleich, glaube ich, noch ein etwas stärkerer Gegner kommt. Machen wir erstmal Schwertsturm. Hätte sich halt einfach nicht gelohnt, muss man da sagen. Ach, verdammt. Also, ein paar Runden schaffe ich noch. Da ist noch ein Hund, okay. Hm. Ja. Ziehen wir uns noch einen Trank rein. Okay. Nochmal Heiltrank. Wir nutzen einfach mal die Gelegenheit, dass hier nur einer ist und füttern uns mit Heiltränken. Sag mal, hast du keine Lust zu kämpfen oder so? Hier, das Schild. Okay. Zack. Das war's mit dir. Bin richtig gut in Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Komm, da muss was Fettes kommen. Ich habe mein Limit aufgespart. Ja, das habe ich befürchtet. Big Daddy ist da. Oh, zwei Big Daddies. Ihr ganzes Arsenal? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen.
So, wenn du mit Beschwörermaterie ausgerüstet bist, erscheint beim Kämpfen gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü eine Esper beschwören. Die Frage ist, soll ich mein Limit einsetzen, sobald der außer Gefecht ist? Ich glaube schon, ne? Also sobald er geschockt ist. Wo sind denn die Minen? Achso. Okay, Impulshieb. Nein, ich will keine Fehler. Ich drücke jedes Mal X, wenn ich ausweichen will und alles. Oh, Schock. Moment. Limit. Beschwören kann ich auch noch. Krieg ich auch gleich hin. Worte. Und dann beschwören wir. Komm. Gefried! Da ist er, der Gute. Esper kämpfen an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATB-Einheiten deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fähigkeiten zu befehlen. Wenn eine Esper den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfähigkeit ein. Und los! Ja, der eine ist hier jetzt durch mein Limit fast am Arsch. Und dann kriegt auch schon aufs Maul. Oh! WTF? Mit dir will ich mich nicht anlegen. Das ist mein Gegner. Oh, ich glaube, der ist weg. Na, ist er nicht? Jetzt komm, weg mit dir. Geht doch. So, ich muss mich gleich ein bisschen heilen. Das heißt, die nächsten ATBs gehen für Heilung drauf. Lock sie zu den Minen! Ja, komm mal her. Jetzt chillt er da. Schockanfällig? Aha. Ach, so eine Scheiße, ey. Ah. Jetzt ist er nicht mehr schockanfällig. Komm mal hier in die Richtung. Genau, schubst sie mal rein. Oh. 2400, nicht schlecht. Und gute Nacht. Und noch ein Punkt für unser Team. Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber oh, ich habe mein Limit aufgebraucht. Oh. Touché. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Oh, Dankeschön.
Oh. Okay, der macht mehrere Attacken auf einmal. Aber der macht mehr Schaden als ich, wenn ich blocke. Und der heilt sich auch noch. Okay, pass auf. Meine Analyse starten. Ein rebellischer Soldat 3 Ranks. Er liebt Motorräder, Geschwindigkeit und eine ordentliche Herausforderung. Seine Kameraden sind nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, da er sie ständig in seine Motorrad-Eskapaden mit hineinzieht. Physische Treffer und das Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Okay, blocken und treffen. Feuer habe ich leider nicht. Zwecklos. Ist das alles? Oh, das habe ich vergessen. Ach, scheiße. Los. Ja. Nee. So. Ganz kurz mal. Und jetzt setzen wir ein Impulsieb ein. Ach, scheiße. Der greift aber dann an, wenn ich angreife. So ein Penner. Haha. Okay, noch mal einen Heiltrank, das passt schon. Ich hab ein paar. So. Zack. Das war ordentlich Damage. Oh, hat ihn das vernichtet? Mein Limit ist fast da. Komm, lecker dein Schwert. Das wollte ich nicht. Okay. Du machst jetzt immer wieder denselben Move? Ist das so? Was sind denn das bitte sehr für Ausdrücke? Komm, machen wir einfach mal Limit. Scheiß drauf. Jetzt wird abgerechnet. So, und weil er gerade noch schockanfällig ist. Taiwan mit Marzipan. Taiwan mit Marzipan. Was zur Hölle, ey. Na komm. Eigentlich ein leichter Gegner. Oh, eigentlich. Wollen wir mal ein bisschen Magie kommen. Na komm. Er macht immer nur denselben Move. Komm mir vor wie in Mortal Kombat damals. Haha. Und weiter. Mehr davon. Lass es mich spüren, was? So, und ein Wutangriff. Nein. Oh, ich habe nicht gesehen, dass er die Fähigkeit vorbereitet. Das war nicht die Blockentaste, Zero. Jedes Mal. Ja gut. Lass uns wieder in den Rhythmus kommen. Seine Feuerattacke bringt mich immer aus dem Rhythmus, ey. Oh, mein Freund, du kriegst jetzt aufs Maul. Nein, das ist die Feuerfähigkeit. Ich hab's zu spät bemerkt. Ich hab das Loch bezwungen. Jetzt genug. Ha ha ha.
Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Na, echt jetzt? Hör das auf. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Nicht einen Soldaten, einen Soldat. Das ist was ganz anderes. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Völlig übergeschnappt, Alter. Verdammt! Wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los. Welch, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Butai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja, ich kann's mir schon vorstellen. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ob Wedge weiß, dass ich ihn in Dark besiegt habe? Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Ich wiederhole. Freut er sich ganz bestimmt drüber. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Core A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Da seid ihr ja! Hey, hier dieser drüben! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Das wäre ein schwerer Schlag los, für Shinra. Alle auf ihre Position! Dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? Wie er einfach hingeworfen wurde.
mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Hm? Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Das Klatschen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Das heißt, wir prügeln uns jetzt hier durch, oder was? Wie einfach alles versperrt ist. Hey, guck mal, Jungs! Wir sind jetzt zurück in die Slums. Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Und kein Schwein merkt das. Und mein Schwert schabt auch nicht am Auto. Nein. Ich hätte es mal anders machen sollen. Dann würde es die ganze Zeit klingeln. Ding, 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 ding. Hey, guck mal. Das einfach keiner sieht. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle. Ja, ein dummer Zufall. Wurde eine Ausgangssperre wenn alte Gruppe aktiv wird, bitte begeben kann das Sie sich in geben. Ihre Häuser zurück. Die Planung ist schon schwer genug, ohne dass Sie dazwischen funken. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unverzüglich zu Ihren Häusern. Hier einfach die Straße. Ich habe was Dringendes. Ich sehe einfach so einfrieren, bis ich in der Nähe bin. Oder? Ich werde die Kerle schon vertreiben. Schließlich habe ich diesen dreckigen Feiglingen schon im Krieg so die Hintern versohlt, dass sie weggerannt sind. Vorsicht! Ich bringe sie besser nach Hause, ehe sie noch jemanden verletzen. Mit dem Besen ausgerüstet. Und kein Schwein merkt, dass ich hier so ein Riesenschwert mit mir mitführe. Andere verstecken ihre kleinen Dolche. Ich muss mein Schwert nicht verstecken. Kommt schon, hier lang! Diese Omi, die möchte ich unbedingt in meinem Team haben. Die macht sie bestimmt alle fertig. Ja, Leute, das war's heute mit Final Fantasy. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Ciao.